Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2 zusammen mit Steven, Hallöchen. Guten Morgen. Ja, wir sind heute in Hamburg sehr seriös unterwegs, weil sich der Steven gerade das Add-on geholt hat. Dann dachten wir uns doch, passt doch super. Nachdem wir ETS gefahren sind und dann nur Spacken unterwegs sind, ja, fahren wir jetzt OMSI. Ich habe mir den Facelift geschnappt, der Steven den C2. Mit Morphe Soundtrack. Ja, ich habe auch das Morphe Soundpack drin beim Facelift. Repaint, ich weiß gar nicht von wem, aber ja, ist ein schönes Repaint. So, ich stehe jetzt schon mal an der Haltestelle hier. Ist dieses Klima-Repaint quasi, weißt du, was ich meine? Nur die Sitze, oder was? Nee, die Sitze sind aber leider falsch. Weil die Hochbahn ja die Standard-Citaro-Sitze hat, weißt du? So, heute haben wir auch ein Drehzahlmesser dabei. Finde ich viel cooler. Und wir starten mal die Electric. Oh, was ist das denn Cooles? Drück mal kurz Pause. Pause. Danke. Warte mal, was ist das für ein Zug? Ist das nicht... Das ist doch... Warte, wie heißt das? Hanseart. Nee, so eine Art. Warte mal, der fährt doch am Verkehr, der fuhr doch auch mal verkehrshistorischen Tag rum. Ist das nicht die alte S-Bahn? Sekunde, ich habe hier noch das Flyerchen. Das müsste die. Ne, das könnte der Hanseart sein, nur dass der keine Werbung hat. Aber das ist theoretisch der Hanseart, oder? Ja, da bin ich gerade doof. Sekunde, finden wir es heraus. Muss bloß Bescheid geben, wenn du Pause wieder raus. Ja. Ne, das muss der Hanseart sein. Nice. Also, hier haben wir den Ha. Aber der ist eigentlich zu lang für den Hanseart. Naja, egal. Jedenfalls das Modell des Hanseaten. Nur ein bisschen größer. Also ein Waggon mehr. Das ist ja der Partyzug der Hanseat. Sehr cool. DT1 ist das. Ja, ich wusste gar nicht, dass die hier rumfahren, der DT1. Naja, okay, Pause weg. Okay, schön. Oh, fährt der DT1 davon. Ist der Name DT1 gerade nicht eingefallen? Irgendwie. Also, was heißt nicht eingefallen? Ich wusste jetzt nicht, ob das der DT2 war oder der 1. Ja. Aber es ist jedenfalls der DT1. Wozu auch der Hanseat gehört. Noch 3:30. Ach so, ich mach mal das Wetter auf Tettau Sommer. Ich werde mal Hamburg nehmen, also Real. Ja, kann man machen. Aber dann ist schon kalt. Ich möchte ganz schön warm und kuschelig haben. Oh, es regnet. Das finde ich doof, dass die Dachluken falsch rum aufgehen. Okay. I do the electric on. Also, wir fahren schon mal vor. Dann kann der nächste Bus hinter uns stehen. In Real Life stehen hier auch immer zwei, drei Busse hintereinander. Also, 109er. ich stehe jetzt ganz genau. Ich frage mich jetzt bloß gerade, überlege gerade, ob ich Lolli. jetzt lange hier rausfahre. Wie? Also, ich habe jetzt noch 2:30. Also, ein bisschen warten müssen wir noch. Kann man eigentlich ja mal Licht hinten anmachen. Oh, das Gelenk quietscht sogar so ein bisschen Oder? vom Morphe-Update. Nee, geht auch so ohne Licht gut. Habe ich jetzt das Wartehäuschen mit? Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich nehme ich es gleich wieder mit. Nee, weil die Haltestelle, das Haltehäuschen ist ein bisschen sehr ungünstig gebaut. Also ich meine, in echt ist das ein bisschen, doch, in echt ist das ein bisschen weiter weg von der Straße direkt. Doch, na klar, das steht. Müsste Noch der zwei Radweg müsste Minuten. hier sein, in echt, und das Häuschen steht ungefähr hier. Doch, 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 klar, da saß ich doch. Es war niemals so nah dran am Bus. Oder ich täusche mich gerade sehr stark, aber. Geht's gerade mal, was wir so für Karten sind? So, Leute sind eingestiegen. Alle stehen. Kaum welche sitzen. Die sind alle am Stehen. Sogar die Oma hier. Krass. Manfred sitzt und das kleine Mädel sitzt auch, aber hier der Ja, bei mir sitzen Bumsänger. nur zwei Leute, der Rest steht. Also die restlichen fünf oder vier oder sitzen. Dann Stehen. sind sie fast alle außer einer, der steht wieder. Ja gut, du hast auch einen Bus.
Ich glaube, Morphy hat mehr Sitzplätze hinzugefügt bei dem Bus. Ach so. Bin losgefahren? Ich fahre gerade los, weil die Ampel sowieso rot ist hier. Ich Ja, warte noch ich kurz. sage ja, ich habe das Häuschen mitgenommen in Heck. Weil das steht garantiert nicht so in echt, sonst würde ja jeder das Häuschen mitnehmen, jeder Busfahrer. Ey, da ist schon wieder ein DT1. Hanseat. Nee, nein, nicht Hanseat, aber das Modell vom Hanseat. Sogar ein großer DT1 mit vier Waggons. Warum stehen die hier überhaupt? Warum fahren die hier überhaupt rum? Die fahren doch gar nicht hier in echt, die DT1. So, dann fahre ich jetzt auch los. Du denkst wahrscheinlich gerade, was faselt der Junge da? Und natürlich habe ich wieder rot. Natürlich ist mein Spiel zu leise. Oder Ich wo, mache oder? erstmal den Blinker-Sound leiser. So. Ja, mein Spiel ist ein bisschen leise. Das finde ich geil am C2 von Morphy, dass man da den Blinker-Sound leiser stellen kann. Ja. Das Mit ist geil. Rücken. Jetzt habe ich wieder ein bisschen laut gemacht. So, ich mach's so. Sag mal, regnet das bei euch in Hamburg gerade? Nein, bei uns, naja gut, ich bin ja, ja, Hamburg ist ja ein bisschen größer, ne? Also bei uns gerade nicht. Aber ja, schon ein bisschen dunkel der Himmel. So leicht gräulich, also könnte zu Regen führen. Jetzt geh doch aus, du Scheißscheibenwischer. Warum ist Danke. mein Lenkrad gerade so sperrgängig? Kann mir das mal einer sagen? Leute. Eigentlich sollten auch die Ansagen funktionieren, weil ich so eine andere Hofdatei gedownloadet habe, aber irgendwie tun sie es nicht. Naja. Ach, die Leute steigen auch hinten ein, oder? Moin, moin, Bei moin. mir nicht. Na, bei mir auch nicht. Ah, ich habe das Türpiepen vergessen zu ändern. Das halt, wie bei der Curve-Variante, dauerpiept und dabei zugeht. Hält sie mit 70 durch die Straßen. Wir haben übrigens ein ZF Eco Live drin, ne? Werden sich sicherlich einige fragen. Ich hoffe, ich verfahre mich nicht. Noch ist es ein bisschen schwierig, sich zu verfahren, aber es passiert mir öfter auf der Linie. Was habe ich gerammt? Was habe ich gerammt? Ich weiß nicht, was ich gerammt habe. Habe ich den Audi gerammt? Was? Echt? Den habe ich noch mitgenommen? Oh Aber Gott. sind jetzt diese KI-Fahrzeuge, die hier in Hamburg rumfahren, sind jetzt auch auf den anderen Maps vertreten oder? Sind dann wieder diese alten. Ja, wenn du die einfügst. Musst du halt einfügen, ne? Ach so. Ja, sonst passiert nicht viel. Vor allem, ich fand's ja so geil, du kennst ja dieses AI-Pack, was man sich kaufen kann bei Steam, ne? Für 12, 13 € oder so. Und manche schreiben, habe ich mir gedownloadet, auch mehrfach gedownloadet, und die Autos fahren immer noch nicht im Spiel. Ja, man sollte die vielleicht auch einfügen in die AI-Listen. Ja, gut. Darum gibt es auch so viele negative Bewertungen bei dieses AI-Pack. Es waren bestimmt 5, 6 Leute, die so doof waren. Und. Peitschen Richtung was? Brandkampf oder wie das ist. Bramkamp. Achso. Bramkamp. Ja. War jetzt mal 50 in der Stadt, weil ich hab schon wieder bei 40 Verfrühung und. Bist auch ziemlich weit vorn. Moin. Ich bin an der Wilhelm-Metzger-Straße. Der fährt schön schwergängig an, der Gelenkbus hier, das finde ich gut. Ist ja in echt auch so, wenn der Busfahrer Gas gibt beim Gelenkbus, der fährt ja nicht direkt los. Der braucht ja einen Augenblick, ne? Weißt du, was ich meine? Also so, du gibst Gas und dann so eine Sekunde später fährt er erst so los. Wegen Antrieb und so. Ja, der Gelenkbus, der schiebt ja hin. Richtig. So, jetzt bleibe ich mal hier am Bramkamm stehen. Boah, der ist aber sehr schwergängig hier, der Bus. Aber gefällt mir, dass er so schwergängig ist. Ist eigentlich realistischer. Sonst ist er so steif, der Bus. Oh, da bin ich jetzt ein bisschen doof gefahren.
Kannst ja mal Bescheid geben, wenn du am Rahmenkampf stehst. Ja, steh ich. Ja, ich warte noch kurz auf hier. Alter Lenkrad, hör auf zu wackeln. Ich hasse das. Wenn man so nah am Bordstein steht, dann wackelt das Lenkrad die ganze Zeit, weißt du? Wenn wir nicht, dann dreht sich das die ganze Zeit immer wieder zurück. Ach, deins dreht sich zurück? Ja, das hatte ich damals auch mal, aber das geht irgendwie, das kann man irgendwie ausstellen, ich weiß auch nicht. Weil man, weil, als ich meinen Laptop noch hatte, hat sich das auch mal zurückgedreht. Achso, übrigens, ja, ich bin weitergefahren. Nur, wenn ich am Bordstein stehe. Ich bin weitergefahren übrigens. Ja, ich. Das heißt, weiter. Wenn du jetzt irgendwo parken würdest und dein Lenkrad eingeschlagen ist, das bleibt dann eingeschlagen. Mhm. Achso. Glaube schon. Ja, wie glaube. Glauben kannst du in der Kirche. Oh, dieses Auto muss ich aus der Parklist nehmen. Das sieht nämlich doof aus. Ich tucker hier gerade nur 30 lang. Ja, ja, ich tucker hier auch nur 30 lang. Ich verstehe gar nicht warum. Was soll denn der Quatsch? Ich hab jetzt wieder 50 hier hinten. Weißt du, was ich ja abzocke finde? Es gibt ja oft Blitzer. Guck mal, in der 30er-Zone, ne? Und da ist zum Beispiel das 50er-Schild, 20 Meter von dir entfernt, ne? Und da steht ein Blitzer direkt vorm Schild. Das heißt, wenn du früher Gas gibst schon, dann wirst du geblitzt. Das ist doch dämlich, oder? Ach Kacke, was habe ich denn jetzt gerammt? Ich finde, wenn man das Schild sieht, wenn du in der 30er-Zone bist und wenn man das 50er-Schild sieht, dann kann man doch theoretisch schon Gas geben eigentlich, oder? Ich glaube, ich habe gerade... Alles andere wäre doch schwachsinnig. Oh, ein Nahbereich. Ach stimmt, ich habe ja den Fahrscheinverkauf aus. Gut, dass du mich daran erinnerst. Warte, das hat jetzt nicht ganz funktioniert, habe ich das Gefühl. Doch, hat's. Ich habe den erweiterten Fahrscheinverkauf auch an. Ja, den habe ich nicht an, das, dafür bin ich zu faul. Ich mal richtig. Wenn schon richtig, ne? Ja, ich mach's auch manchmal richtig, aber es geht ja mit dem Einfachen auch richtig. Weil ich hab ne wieder Angst, dass es durch irgendeinen Bug wieder nicht funktioniert, wenn ein Kind einen Fahrschein kauft. Weil irgendwie bei irgendeinem Bus war das so. Dass es so total verbuggt ist. So, ich fahr jetzt nach Winterhude. Ich steh gleich am Marktplatz. Ja, es ist halt eben hier nur um die 1 Map und keine. Also zumindest die erste Hamburg Map. Ja, ja. Ich finde das auch so toll, dass der hier, wie heißt der Darius? Dass er dann auch tatsächlich noch was ein Update rausgebracht hat. Hätte ich gar nicht mehr erwartet. Natürlich wäre jetzt noch geil, wenn der Doppelgelenkbus kommt, ne? Der ist ja, also der Doppelgelenkbus für den 2, den gibt es schon, aber ich kann den irgendwie nicht. Nee, spielen. Den meine ich nicht. Ja, den musst du auch einfügen, irgendwas an der CTI oder so ändern. Ich hätte gerne einmal. Ich habe mir ja schon geändert, aber das Problem ist, also ich habe mir enabled, ja. Und dann steht dann da Argument außerhalb des Bereichs. Genau, da ist irgendein Modell. Warte, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich zurückgebe. Ich drücke einfach nur gerade, ohne nachzudenken. So, Kopf anschalten jetzt. 3,20 Euro. Wo haben wir Großbereich? Hier. 1,80. Ja, ja, ich stehe an der Fußgängerampel. Ach so, an der Winter oder Markt. Aber ich krieg kein Grün. Also vor dem Winterhudemarkt. Ach, ich fahre jetzt ja einfach. Es hat wieder keinen Sinn hier. Hinter mir ist ja einer. Kommt der vorbei oder muss ich wegfahren? Ach so, an der zweiten Tür können doch welche einsteigen. Nee, können sie nicht. Ach so, die warten. Da mal nicht. Nee, die warten auf einen anderen. Ja, bei manchen Bussen ist das so. Die warten auf den 25er dahinter. Dann fahre ich mal vor. So, jetzt bin ich auch am Winterhudemarkt. Und weiter geht's. Ich hab schon zwei kleine doofe Unfälle gebaut. Ich hab mir den Heck wohl irgendwie zwei Sachen mitgenommen. Also mein Gelenk. Ja, ich hab jetzt vorhin auch ihn weggenommen. Ja, aber ich finde das schon eine Umstellung, ne? Von Gelenkbus, auf vom Truck auf den Gelenkbus irgendwie, ne? So. Ja. Da muss man irgendwie erstmal umdenken. Weil ich habe hier in Omsi eine ganz andere Steuerung eingestellt. Vor allem, ich bin echt lange nicht mehr in den Gelenkbus gefahren, muss ich ehrlich sagen. Warum eigentlich, frage ich mich.
Ich bin immer mit Solobussen gefahren, jetzt auch 15 Folgen lang, immer nur mit Autos und Solobussen. Weil das sind ja alles Busse, die werdet ihr noch sehen, die Folge, oder habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, die kommt ja später. Da habe ich ja ganz viele verschiedene Busse vorgestellt, die eigentlich keiner kennt oder ganz wenig. Und der Ersteller selber, aber. So, naja. Oh, ich dachte gerade, er war grün, warum auch immer. Jetzt ist grün. Bin ja mal gespannt, was es für eine Map dazu gibt für den Doppelgelenkbus später. Gar keinen, wahrscheinlich. Keine? Wahrscheinlich nicht. Aber wäre natürlich schön, wenn die Linie 5 nachgebaut werden würde, ne? Wenn das auf Hamburg jetzt meinst du, oder was? Ja, nee, ja, weiß ich nicht, generell. Die Linie 5, da fährt ja der Doppelgelenkbus auf der Linie 5. Woanders darf. Halt, stopp! Kurz Pause drücken, bitte. Also. Ja, wenn nämlich ein DT5 heißt der, ne? Ja, ich glaube schon. 5. Ist ja der neue. Hier fährt ein ganz neuer U-Bahn lang. Ah, die sieht ganz cool aus. Ja. Die sind schon schick, die neuen U-Bahn. Aber die Sitze, okay, kannst Pause wegmachen. Die Sitze sind einfach nur Plastik mit ein bisschen Stoff überzogen. Also null Besitz. Was null Besitz? Null, Stoff unter. Also null, du weißt, was ich meine. Schaumstoff. Nix weich, alles hart. 6, 50, 80 und. Ah, da fehlt noch ein Euro. Halalala. Die hat jetzt gerade einen Großbereich gekauft mit 10 Euro. Ja und? Ja. Weil wir bezahlen irgendwie alle mit dem Zehner. Ja, ist so. Ich glaube, bis jetzt haben Ja, alle wirklich mit 10er aber wenn bezahlt. sie dann mit einem 20er bezahlen, dann wird es wieder. Eng. Knoblauch. Aber das Beste ist, wenn C2, da kannst du ja Scheine mit ausgeben. Kannst du? Ja, also bei Euro, ja. Und wo? Ist da so eine. Da ist und dann so ein kleines Kassettenfach da. Ach was, das wusste ich gar nicht. Oder wusste ich's? Keine Ahnung. Also unter der Geldkassette Ja, ist kann halt schon ein sein, dass ich kleines es weiß. Schubfach. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß. Hallo. Ich habe zwar 2 Minuten Verfrühung, aber das tut auch nicht zur Sache. Der nächste Bus ist Ich habe direkt 5 Minuten 1:30. hinter. Aber das ist wirklich so. Die Busse fahren alle 5 Minuten hier, die 109er irgendwie. So, alle fünf, na, ja doch, 5 bis 10 Minuten, aber eher so im 5-Minuten-Takt. Schon cool. Oh nein, ich habe meinen Bus. Ach egal, ich brauche ja noch 5 Minuten warten. Hast du schon mal Berlin X10 ausprobiert? Ich hab's in der Tat, aber ich kann's auch nicht downloaden. Nächstes Problem, weil ich es mir über Harley Quinn gekauft habe und ich weiß nicht, wie man Sachen da downloadet. Wieder muss ich mal gucken. Ich habe ein Problem. Ich wollte mir City Car Driving downloaden, ne? Ich habe es ja schon gekauft. Dann downloade ich mir die Exe, ne? Die müsste eigentlich funktionieren, aber irgendwie immer bei der Hälfte des Downloads stürzt diese Exe dann ab, quasi. Also der downloadet dann nicht mehr weiter. Und die funktioniert da nicht, die lässt sich nicht ausführen. Was soll ich denn da machen? Moin, guten Tag. Kleine Kinder kommen. Ja, was ist jetzt? Hast du Ich übrigens. hab. Okay. Ich habe nichts mitgenommen und trotzdem wollen die alle Wann kriege ich aussteigen. jetzt mal meinen Fahrschein? Passt übrigens an der Strebbrücke auf, weil da ist ein Schild, das sehr ungünstig steht. Das könntest du mit dem Spiegel umnieten. Das ist mir schon oft passiert. Weil Ja, das das ist. ist anscheinend gerade passiert, weil ich da gerade vorbeigekommen bin. Ja, genau. Das Schild ist aber auch sehr doof platziert. Also eigentlich ziemlich unrealistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Braten gehen? genauso Wie nah dann. braten? Nur die Harten kommen in den Braten. Braten hier schon auf der zweiten Reihe, ey. Mist, die Kack. Ja. So. Los, Omi, geh rüber. Ich finde das so cool, wie die Oma geht hier noch im Sinne. So, Das tap, ist tap, 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 Oma tap, tap. Erna. Die geht so einen Schritt nach dem anderen direkt, weißt du so? Schritt, 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 Schritt. Ein Großbereich Oma Erna. Oma Erna. So, da kriegst du erst 60. Hast du dir den Namen ausgedacht?
Nein, der ist von Next Gen Games. Ach so, vom Andy. Ja. Brüste. Was verstanden? Was? Andy Brüste. Ja, ich bin witzig heute. Ihr merkt schon. Da ist ein 109er. Ein Kollege. Immer rasen die Busfahrer bei der Hochbahn auch so rum mit 60 und 70 durch die Stadt oder fahren die nur 50? Wieso? Weil ich die ganze Zeit hier mit 60 und 70 Ja, ich durch auch. Das Problem habe ich auch gerade. Ja, ich glaube, ich habe mein Gelenk gerade hinten was mitgenommen. Ja. Kommt drauf an, ne? Ja, so zwischen 50 und 60 fahren die, aber ich weiß nicht, ob die schneller gefahren sind. Das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Also darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Bei uns wurden, also nach der Ich bin ja auch bei der Abgabe VH von aktiv. unserem Verkehrsbetrieb, die neuen Busfahrer, die konnten alle nie fahren. Die sind immer alle mit den MAN Stadtbussen richtig, sag ich mal, stark angefahren und haben auch wirklich gebremst. Wie Und wieso konnten kommen die dann, kamen die damit nicht klar? weiß Weil ich die, nie. hatten die Busse vorher nicht, oder was? Anscheinend nicht, weil die sind da gefahren wie so eine gesenkte Sau, ey. Ja, die werden sich wahrscheinlich auch anders fahren lassen, ne? Naja, also wir haben ja die Übersohn hier, die Anfahrt, und die haben Ja, alles was denn? klar. Was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich wieder Oh meine nein! Ah, ich habe die Ampel mitgenommen. Ja, ich glaube, das ist gerade auch passiert. Sophienterrasse, ne? Ja. Ah, scheiße. Warum steht die auch so doof? Mann, ich hasse es. Es wurde an alles gedacht, nur nicht das daran, dass die Objekte ein bisschen nah irgendwie an der Straße stehen. Chat. Ja, aber davon geht man doch nicht aus, dass das Objekt so nah an der Straße steht, dass man es mit dem Spiegel mitnimmt, oder? Ja, im Regelfalle sollte das ja so stehen, dass man genau dran vorbeikommt. Oder habt ihr in echt irgendwo ein Haltestellenschild oder so, wo man sagen würde, müssen die Busfahrer aufpassen, sonst fahren die dagegen? Moin, 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 Ne, eigentlich moin. nicht, ne? Kenne ich jetzt so eigentlich auch nicht, aber. Oh, es sind wieder 30 hier. Guck mal, manchmal fährt er voll schnell an der Wagen und manchmal voll langsam. Das ist auch cool. Schon gut Ja, umgesetzt. und unsere halt eben immer in Stadtbusse, die geübt sind, die haben die vollen 380 oder 60 PS. 360. Die Ü-Version. Also nicht Gelenkversion. Nein, die Ü-Version. Aber das geht doch gar nicht, denke ich. Mir wurde gesagt, dass die gar nicht mit 360 PS ausgestattet Oder werden, die kleinen 310 Busse. oder was ich. Ah, auch nicht. Ich glaube, meine 280 ist da das kleinste. Schön, dass ich die Ampel so gut sehe. Aha. Ich habe einen toten Winkel gefunden in Omsi. Ein Zentimeter davor. Ach so, ist ja grün. Und dann haben die mal voll das Gas wieder voll durchgelatscht. Ja, Beim kann ich Anfahren. verstehen. Kann ich verstehen, hätte ich auch. Aber doch nicht beim Anfahren. Doch. Mach ich die ganze Zeit hier um sie. Also Kickdown. Ja. Ja, und hier ist immer noch verkackte 30. Ja, so fahre ich immer an den um sie. Anders kommst du ja nicht voran. Wäre es jetzt aber auch nicht gerade 30, oder? Ich weiß gar nicht, wo waren denn 30? Bei der Sophienterrasse. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Und Ich ist weiß gar auch nicht, wie bei schnell ich gefahren bin, ehrlich gesagt. Kann sein, auch bei dass der ich. Böttcher Straße ist auch 30 immer noch. Ja, ich bin ja schon an der Alsterschlussee. Also nähern wir uns jetzt Richtung Dammtor. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn jetzt geht sie los ohne Polonaise, von Blankenese bis hinter Bahnhof Dammtor. Hallo, da hinten ist das Haltestellenschild. Hier muss ich halten. Ich finde das ja so komisch irgendwie, ne? Warum läuft denn die KI hier hin? Ich muss doch gar nicht hier halten eigentlich. Ich muss doch da hinten halten. Ich habe doch alles Bin richtig jetzt erst gemacht. bei der Fontere Frontenay? oder wie das heißt, ja genau. Du hast doch Haltestellenansagen, ne? Ja. Ja, das hat mein Bus nicht, weil beim Facelift irgendwie. Bitte einmal Nee. neun Uhr Tageshaft. Also, Und ich höre nicht mal zu, deswegen. falls einer von euch das hat, an alle Zuschauer, könnt ihr mir vielleicht das
den Download-Link schicken oder falls ihr es selber gemacht habt, das vielleicht schicken. Wäre sehr nett von euch. Also so, dass es dann funktioniert. Am besten bei jedem Bus. Ja, danke. Könnt ihr mir dann über Skype schicken oder Download-Link einfach unten in die Kommentare posten. Auf Skype heiße ich, wie man schon sich denken kann, na, wie heiße ich da wohl? GamerSpielTV. Falsch, nein, nur ein Spaß, natürlich. Auch auf Steam könnt ihr mich auch kennen, wenn ihr wollt. Bahnhof Stammtor. Oh, oh. Bleib es zur Ampel vorgefahren. Boah, Alter, Alter, war das... Ja, wow. Ja, mir ist gerade ein Benz einfach hinten reingefahren, ins Heck. Kannst du einmal applaudieren für die KI, bitte? Warum? Was hat sie wieder gemacht? Mir ist ein Benz einfach hinten ins Heck gefahren. Der sagte sich, ne, ich hab keinen Bock mehr. Kannst du bitte applaudieren jetzt? Warte. So, 9 Uhr Tageskarte. Vor allem in ZF musst du ja auf jeden Fall Kickdown geben, sonst kommst du ja gar nicht voran, Mann. Bei der Hochbahn und bei der Jasper, da haben ja alle eigentlich ZF. 95%. Und bei der VH ist genau andersrum, bei 90% Volt. Wobei im Stadtverkehr Volt doch eigentlich besser ist. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, Volt hat halt 4 Gänge. Müsste man jetzt mal ausprobieren. Die modernen Void haben 4 Gänge, die modernen ZF haben 6 Gänge. Also muss ja der. Und der Void ist generell schneller eine Beschleunigung. Also ist der ja im Prinzip besser für Stadtverkehr. Die Frage ist, welcher wartungsanfälliger oder teurer ist. Naja, Void halt eben ist halt eben nicht so. Na halt im ZF-Getriebe. Ich glaube, das lernen die dort schon und Void lernt man nicht so. Was hast du gerade gesagt? Ich hab's gar nicht verstanden, akustisch. Ja. Sag mal also, bitte. Jetzt mal, dass das Wartungspersonal eher mit ZF klarkommt als mit Void. Ganz bezweifle ich jetzt. Mal ein Großbereich. Bei der VAH haben alle Void. Eigentlich. Außer die Älteren. Also davon haben viele. Also, was heißt viele? Davon haben auch viele Z. Davon haben viele. Was heißt viele? Davon haben auch viele ZF. Ich bin klug. Eine Tageskarte 9 Uhr. If you're happy and you know it, clap your hands. Dum, dum. Happy and you know it, clap your hands. Ja, ich ignoriere das einfach, dass ich gerade einen Unfall gebaut habe. Ich übertöne das einfach mit Freude. Wir machen es wie bei Dora oder so. Wir singen einfach ein Lied. Jetzt habe ich 00. 01. Wir singen ein Glied. Bitte was? Also jetzt geht's ab in die Verspätung schon. Stehe ich in dem Bus drin mit dem Spiegel? T ist, weiß ich gar nicht. Ist das nicht? Ich meine T ist, der hat den Bus. Ne, warte mal, was war T jetzt? T ist, glaube ich, der hat den Bus gesehen. Ne, warte mal. Ah, ich weiß nicht, hatte da mal eine Theorie. Anfrage an Signal kommt und T weiß ich jetzt nicht. Ich hatte mal eine Theorie bei T, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Meine Theorie, ich weiß sie aber nicht mehr, das ist das Problem. Jetzt könnt ihr auch den Linie 5 annehmen, da braucht ihr ja gar nicht bei mir einsteigen. Wir haben das gleiche Ziel. Machen sie tatsächlich auch, gut. Aber hier sind noch... Oder fährt er nur bis Rathausmarkt? Nee, ne? Nee, der fährt auch bis Hauptbahnhof, da könnt ihr auch mit denen fahren. Außerdem würde ich sowieso den nehmen, weil der hat einen viel schöneren Bus, der hat so einen alten N1. So. Und ich habe ja nur einen Facelift, der ist ja nicht so was Tolles. Ne? Wo willst du lieber einsteigen, in einen 1er oder einen Facelift? Was jetzt von Mercedes diese... Oder was meinst du? Wenn in Real Life jetzt zwei Busse vor dir fahren würde, mit dem gleichen Ziel, in welchen würdest du einsteigen? O405 N1 oder in den Facelift? Ich würde den N1 nehmen. Hey, ich auch, auf jeden Fall. Weil die fahren ja nicht so oft rum. Nee, eben. Die fahren gar nicht rum. Am Freitag ist auch an mir ein Facelift. Ein Facelift an mir vorbeigerauscht. Ja und? Ach, Gesamtbereich will der. Und was ist daran jetzt so toll? Nicht. Bei uns fahren täglich gefühlt 544 Facelifts rum. Ja, bei uns fahren die nicht so oft rum. Da fahren noch die alten, dann C2,
Aber nur als Single-Variante. Die alten C2? Nicht erst die Citarus, dann Citaro Us, GU, Citaro L, also die lange Version. Naja, die fahren auch bei uns, aber die sind und von die der XPVG. Die und halt L's. Immer in. Ich kann dir mal sagen, was bei uns fährt. Also bei VH, bei der Hochbahn kenne ich mich jetzt nicht so aus. Bei der bei der VH fahren auf jeden Fall, muss ich mal kurz denken. Die Standard Citarus. Alle U405er wurden ausgemustert. Die Citaro Facelift fahren noch rum, C2s fahren rum. Neuerdings fahren jetzt Euro 6er Lion Cities rum. Dann fährt glaube ich noch, es gibt glaube ich noch einen einzigen davon. Ich weiß aber nicht mehr, ob die den noch haben, die VAH. Weil die hatte damals mal einen normalen Line City. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Ach ja, genau, und bei uns fahren noch die neuen Line City Euro 6 herum. Ja, genau, die fahren bei uns auch. Dann haben wir außerdem noch die Volvo Hybridbusse. Wie heißen die? 7900, ne? Aber nur als Solo-Variante, also nicht als Gelenkbus. Mhm. Komischerweise die alten VH-Busse, wie du schon gesehen hast, sind silber, ne? Mhm. Das heißt, die alten, die ganz alten sind rot, also die Citarus noch. Was mache ich denn? Und dann kommen die Silberlinge und die ganz neuen MANs sind wiederum weiß und haben eine gelbe Matrix anstatt eine weiße Matrix wie die anderen neuen. Das soll angeblich den Grund haben, weil das billiger ist als die silberne Farbe bei MAN. Kann ich mir aber fast gar nicht vorstellen. Oha. Aber kann natürlich sein. Moin, moin. Ich bin jetzt am Rathausmarkt angekommen. Was? Wie schnell bist du denn gefahren? Ich bin am Gänsemarkt und hab Verspätung. Du meinst halt eigentlich ausreichend gefahren. Wie viel Verfolgung hast du jetzt? Ich hab jetzt nur 0. Betäubungsmittel. Muss weiterfahren sogar jetzt schon. Ich drücke immer die falsche Taste, ich drücke immer die Türfreigabe anstatt die Haltestellenbremse, die ich mir belegt habe, auf den Knopf. Klug, ne? Hab ich auch. Das ist klug, aber ne? Ich verwechsel das nicht. Nee, weil ich hab's mir irgendwie gerade abgewöhnt. Muss ich jetzt hier gerade ausfahren oder abbiegen? Wo? Jetzt mal geradeaus. Wo denn? Beim Rathausmarkt danach. Wie danach? Ja, ich glaube, dass ich bin jetzt abgebogen. Also wie danach? Wo danach? Na, ich glaube, ich bin richtig jetzt hier. Was redest du denn? Ach, ist egal. Ja, sag mir doch, wo du danach meintest. Naja, ich bin jetzt abgebogen beim Rathausmarkt jetzt. Ja. Und dann war jetzt zwei Pfeile, beides 109. Nee, nicht abbiegen. Was ergibt das für einen Sinn? Ja, habe ich jetzt gemerkt. Dann fährst du ja im Kreis. Oh, hier wollen ja noch ich einsteigen. Oder ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Das kann natürlich auch sein. Richtig, was ich gemeint habe. Eine 9 Uhr Tageskarte, bitte. Was du? Eine 9 Uhr Tageskarte. Kriegst du sofort, mein Lieber, bitteschön. Und 83, bitte. So, dann wollen wir mal weiter driven. Oh, hier ist ja Schrittgeschwindigkeit. Ja, 25. Ach du Kacke. Aber da hält sich sowieso kein Busfahrer in Real Life dran. Die fahren eigentlich auch alle 30 bis 40. Ich fahre jetzt Schrittgeschwindigkeit. Es gibt auch viele, die sich daran halten, aber das sind die wenigsten. Und die Taxis sowieso nicht. Die knallen da sowieso lang mit 30, 40. Ja, die Taxis, die interessieren das am wenigsten. Alter, mein Lenkrad vibriert gerade wie Sau. Hört man das? Nein. Echt nicht? TS ist echt nice. Wie warm ist denn das jetzt hier in der Karre? 5 Kilo. Da, eine Einzelfahrt großbereit. Moin. Ach, hier. Ach, das war eine Tageskarte. Hier war die, ne? Nee, wo war die? Hier war die. Immer noch 15 Grad? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Doch, doch.
Kommt kann schon das 15 hin. Grad sein, wenn ich alles auf volle Kanne gestellt habe? Doch, doch, kommt schon hin. So. Oh, Entschuldigung. Oh, mein Bus ist gleich voll. Guten Tag. Moin, moin. Ich bin jetzt gleich am Hauptbahnhof. Ich bin jetzt abgefahren. Voll abgefahren. Vom Rathausmarkt übrigens. Erst? Ja. Hier standen übrigens rechts und links die Oldtimer-Busse am Vergiss- und Tag von der VHH. So, halten wir uns natürlich an die Geschwindigkeit von 60 km/h. Ja, das ist natürlich, die haben sich verschrieben. Ja, was denn jetzt hier? Fahrt mal mit der 3 mit, die fährt nach Pferderennbahn oder? Ne, Trabrennbahn müsste der fahren, ne? Ach, übrigens. Ne, warte, Tiefstack und auf der Hinweg Trabrennbahn, kann das sein? Ne, keine Ahnung. Also, was mir aufgefallen ist, ist ja hier, also hier ist ja, die Autos hupen ja. Ja, wenn du die anfährst, ja. Ja. Ja, tut mir leid, sie müssen jetzt auf den nächsten Bus fahren. Da wollte noch gerade eine Troller bei mir einsteigen, aber hier fahren sowieso alle 2 Minuten Bus. Nee, das ist übertrieben. Alle 1 Minute. Nee, ist halt wirklich so. Hier wartest du nicht auf den Bus. Die Busse kommen einfach. Die kommen einfach zu dir. Ja. Du brauchst nicht auf den Bus warten, sondern der Bus wartet quasi auf dich. So, ich bin jetzt sozusagen angekommen. Hat schneller Textur. Fahren, oder? Also ich glaube, Omsi ist ein bisschen überfordert, wenn ich mit 65 durch die Mönckebergstraße fahre. Das überfordert mein Omsi leicht. Rücktour? Nee, weil da funktioniert der Fahrplan nicht richtig. Ja. Daher nee. Aber wir können die 688 gerne noch fahren. Ja, da muss ich dann mein Repaint ändern. Ja, VHH-Bus bitte. Oder du nimmst den 1999er O405. Ja, den nehme ich mal, den will ich mal fahren, der ist geiler. Der ist ja auch von der VHH, der passt, der ist 100% VHH. LZF4 oder Void? Ja, Void, wo lebst du denn? Void. Void VHH. Aber warte mal, die Linie 3 ist eigentlich auch von der VHH. War das jetzt ein VHH-Repaint? Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Aber kann schon sein, weil VHH und Hochbahn-Repaint sahen ja damals eigentlich gleich aus. Ich habe hier nur, ich habe keinen VHH-Repaint hier drin. Ich habe nur schwarz-rot. Das ist VHH. Achso. Das alte VHH. Ach ja, doch, das steht's ja. Ach, Noob. Get wrecked. Wo soll ich mich hinstellen? Beim Altona oder Rathausmarkt? Nee, das wir können hin und zurück fahren, das ist nämlich eine kurze Linie. Die geht nur 15 bis 20 Minuten. Ja, würde ich auch sagen jetzt. Nur einen kleinen Schluck trinken. Brauchst du nicht. Oh. Das war jetzt minimal zu weit. Ach nee, da war ein Auto hinter mir. Ach nö. Ich habe zu viel gespielt. Deutlich verschnell, also ist jetzt deutlich schneller für den 4 GB Patch. Ja, na gut, schneller geht, aber das ist relativ gleich geblieben, weil bei mir lief um sich vorher schon nicht schlecht. Warum aber kann ich die 688 nicht auswählen? Jetzt funktioniert die Map richtig. Bei was? Ich stehe beim Fahrplan auswählen. Doch? Kann das nicht auswählen. Welchen Wochentag hast du? Welchen Wochentag hast du? Na, den heutigen Sonntag. Ja, muss das gehen. Ach so, ja, weil das muss nur in das Nachtbus. muss ich hier halten? Dann stellen wir mal die Zeit auf. Ja, doch hier, ne? Ich meine ja. Auf, ihr müsst richtig 20 Uhr oder? Ne, später fährt er um 0 Uhr noch was, glaube ich erst. 0 Uhr, stellen wir mal ein. Jetzt ist dunkel. Dunkel. Ah, jetzt. Friedhof Meisterkamp erst. 0.10 Uhr, 0.45 Uhr geht's los. Aber ist das richtig? Vom Rathausmarkt bis nach Altona, ne? Ja. Ja? Rathausmarkt, Bahnhof Altona, genau. Steht das so im Fahrplan? Am Rathausmarkt geht's aber erst um 1.36 Uhr los. Ja, aber steht das so am Fahrplan drin?
Ja, Rathausmarkt, Bahnhof. Weil du hast gerade Meisterkampfhaus gesagt, der Betriebshof. Ja, ja, das war erst das erste. Meisterkampf? Ah, nee, es gibt noch eine. Heißt das Meisterkampf? Warte, es heißt. Ja, nee, Meisterkampf, so. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, Meisterkampf irgendwie nicht. Hab mich verlesen. Um 0.56 Uhr geht's los. Nicht mehr mal. So, das war doch eine ganz solide Folge, würde ich mal so sagen. Ja. Mach mal dann gleich die nächste. So. Oh je, Kurs. Ja, das ist die Resilienz. 20.90.12. So, Wagen ist aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.